Hallo, salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam, ich bin sehr nervös, Entschuldigung. Ach, alles gut, nein. Ich bin Marcel Krass, ich weiß gar nicht, ob du mich kennst. Doch, ich kenne dich. Ah, okay, also du alles wurdest klar. Mir auf jeden Fall empfohlen. Ernsthaft? Wer hat dir sowas erzählt? Du darfst nie auf diese Leute hören, wirklich nicht. Nein. Warum? Alles gut, Also ich mach nur Spaß. Nein, oh ich mach Gott, nur ich bin so nervös, ne? Ach nein, deswegen. Ja, ich hab gehört, du hast uns was Schönes zu erzählen. Ich würde gerne deine Geschichte hören. Okay, also die ist jetzt gar nicht mal so großartig. Das war eher so eine Gefühlssache, ne? Also es war so, ich war schon immer sehr, sehr gläubig, halt früher christlich. Wir haben halt auf einem christlichen Dorf gewohnt. Da waren wenig Muslime und die ich kannte, waren halt nicht praktizierend. Mhm. Und ich hatte auch dementsprechend echt ein relativ schlechtes Bild vom Islam, Frauen feindlich, unterdrückend. Oh ja, das kenne ich alles. Ja, kenne ich. Ja, genau. Ich komme auch aus einem kleinen Dorf und ja. Ich war auch der Einzige, der da konvertiert ist, glaube ich. Und wir hatten auch alle dieses Image. Also ich kenne das sehr gut. Mit dir, erzähl weiter, entschuldige. Na, alles gut, bei mir ist das jetzt wirklich so, dass Leute, mit denen ich früher so unterwegs war, jetzt auch konvertiert sind. Das ist bei mir echt heftig, ehrlich gesagt. So Leute, mit denen man früher getrunken hat, sind jetzt auch konvertiert. Das ist Hanala, das finde ich echt heftig. Ja. Okay. Das ist eigentlich schön, so finde ich. Ehrlich gesagt, wunderschön. Wunderschön. Also quasi aus deinem Freundeskreis sind noch einige mitgegangen dann sozusagen. Das war tatsächlich mal aus meinem, das waren wirklich Leute, die man so gar nicht richtig kannte, die einfach auch so, man hat sich so getroffen, hat getrunken und dann irgendwann nach so 2, 3 Jahren schreiben die einen so an, so ja, ich bin auch konvertiert, so wie? Also das ist schon echt heftig. Subhanallah, diese Nachricht kommt einfach immer weiter über den Islam, also die Wahrheit so. Ja, das stimmt. Also in den letzten Jahren beobachte ich das immer mehr. Das ist, das stimmt schon. Ich bin ja auch in einer Gruppe mit, ich glaube, fast 100 konvertierten Schwestern. Das ist einfach nur heftig. Und wie ist das dann gekommen? Was war so der Auslöser, der Moment? Genau. Also wir sind dann umgezogen von einem Dorf nach Bremen. Und dann war halt auf einmal mein ganzer Freundeskreis war muslimisch. Und dann konnte ich halt erstmal so wirklich diese Kultur dahinter kennenlernen. So, ne? Also dieses Gastfreundliche, dieses Offene, dieses Liebende, so. Das war so auch eine Sache, wo ich so dachte, so, hä, der Islam ist ja gar nicht böse oder so. Dann hatten wir in Religion eine Hausaufgabe, wo wir zu jeder Religion, also Judentum, Islam, Christentum und ich glaube Hinduismus oder so, mussten wir was zu 2 wichtigen Personen aufschreiben. Ich habe Mohammed, Friede sei mit ihm, und Ali genommen, weil meine Freundin war Schiitin und dann meinte sie, nimm mal Ali und so. Und ich kann das alles gar nicht. Und dann Ali ist nicht schlimm, das war schon ganz gut, okay. Ja, ich bin auch damit glücklich, nur deswegen, wenn manche sagen, warum hast du Ali genommen und so. Und dann sollten wir noch 2 Vorbilder raussuchen. Und da habe ich schon sowas über Fatima gelesen, da habe ich halt über Fatima als Vorbild quasi für mich geschrieben. Und das war halt auch so, wo ich gesehen habe, Frauen im Islam sind voll stark, so, ne? Das hat so gar nichts mit Unterdrückung oder sonst was zu tun. Warst du da schon Muslima? Warst du? Nee, da war ich nicht Muslima. Okay, das ist. Ich denke die ganze Zeit, dass du warst schon Muslima. Okay. Ja, da war ich noch im Kennenlernen so. Und dann habe ich mir halt erstmal so gedacht, so, ey, guck dir doch die Religion mal an, gib dir mal eine Chance. Da habe ich so langsam versucht, mit allen Vorurteilen, die ich hatte, so klarzukommen. Falsche Übersetzung, falsche Interpretation, falsch ausgelegt und so. Habe halt immer mehr geguckt und geguckt, was steckt dahinter. Und dann war Ramadan. Und ich habe einfach nur aus Spaß mitgefastet, weil meine beste Freundin hat gefastet und ich wollte jetzt nicht so neben mir essen und ich wollte auch ehrlich gesagt gucken, was das mit mir macht, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich war so eine, die gesagt hat, auch kein Wasser und so. So. und dann habe ich das quasi gemacht. Das ist der Klassiker. Auch kein Wasser. Ich war so eine Nervige, ne? Also auch kein Wasser, wie hält man das aus? Das ist doch voll schlimm und so. Und dann habe ich das noch so mal gemacht und ich weiß noch, meine ganze Familie so, ey, das hältst du eh nicht aus, weil ich bin voll der Fresser, so, wenn ich nichts zu essen kriege, ich bin unerträglich, ich bin einfach nur eine Hexe, man kann nicht mit mir reden, so, ne? Ich bin einfach nur schlecht gelaunt, wenn man mir Essen gibt, dann bin ich glücklich. Okay. So, dann habe ich gefastet und mir ging es einfach perfekt. Mir ging es psychisch perfekt, obwohl ich da in einem wirklich schlechten Platz quasi in meinem Leben war. Mir ging es körperlich perfekt. Keine Anspruch von schlechter Laune, gar nichts. Ich war ein Engel. So, meine Mutter hat das auch gesagt, so, was ist los mit dir und so. Weil, ich weiß noch, das war auch ein sehr warmer Ramadan, die hat sich halt Sorgen gemacht, weil sie kannte das ja auch nicht. Und sie wusste auch nicht, was das mit mir und meinem Körper macht. Und dann war so diese Zeit, wo ich gemerkt habe, so, ey, so, ich habe jetzt nicht vorne Allah gesagt, aber ich dachte mir so, boah, wie kann das sein und so. Dann habe ich mir doch ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich bin echt schnell konvertiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie ich konvertiert bin und so. Ich weiß nur, dass ich konvertiert bin und dann auf einmal quasi Muslima war. Boah, eine schöne Geschichte. Subhanallah, Alhamdulillah, sehr, sehr, sehr schön. 3 Jahre ist das jetzt her?
Ja, ich muss echt sagen, Islam hat mein ganzes Leben gerettet. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich wäre ohne diese Religion. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin so dankbar. Mir kann hat ich das gar nicht erklären. Mir hat mal jemand gesagt, da habe ich einen sehr tollen Job verloren. Einen Job, den ich sehr geliebt habe. Und aufgrund meiner Tätigkeit halt für die Religion auch. Und da sagte mal jemand zu mir, deine Religion hat dir kein Glück gebracht. Ja. Und ich habe nur gedacht, boah, wenn du wüsstest, wie weit du daneben liegst. Ja, Mann, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde nichts dafür eintauschen, gar nichts. Ja. Das Ding ist, ich bin sehr dankbar. Meine Mutter unterstützt mich so, so sehr. Alhamdulillah. Meine Mutter ist für mich der größte Engel. Sie liebt den Islam genauso wie ich. Die kauft mir Gebets, sie hat mich Gebetskleidung. Ist sie schon Muslima? So. Die macht alles. Wallah, meine Mutter ist für mich der beste Mensch, den es gibt. Ist sie auch schon Muslima? Nein, aber sie interessiert sich ja für den Islam. Ah, okay, ja, das ist schön. Sie sagt auch, wenn sie so mit mir über den Islam redet, ist sie auch kurz davor zu konvertieren. Sie hat sich jetzt, ich habe Bücher bekommen und dann hat sie sich das Buch genommen, ein Christ und Muslim im Dialog und noch ein anderes. Was ist Islam, glaube ich, hat sie sich noch genommen. Also ich würde jetzt auch nicht zu irgendwas drängen oder so, dass sie das dann im Endeffekt bereut. So, ich lasse sie da selber ihren Weg gehen. Sie weiß, wenn sie Fragen hat, wir reden fast immer über den Islam. Sie kann immer zu mir kommen. Das weiß sie. Und damit, also natürlich fände ich das super schön, wenn sie konvertiert, aber ich würde sie niemals da rein zwingen wollen oder so. Das muss von 100% ihr kommen. Ja, ja, klar. Nein. Zwingen, das macht doch keinen Sinn. Also dann, das führt öfter auch eher zu einer Gegenreaktion. Wenn man die Leute zu etwas dringen will, was sie nicht möchten, das ist schon ganz gut. Aber wenn sie wirklich so interessiert ist daran, sehr schön. Aber unbedingt, wenn sie konvertieren will, sie soll uns hier wieder anrufen. Ja, natürlich. Das ist schön. Schön, das freut mich. Ja, klar. Nein, das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schöne Geschichte. Ich merke halt, die Leute, mit denen du früher zu tun hast, die kommen alle hinterher. Möge Allah deine Mutter auch recht leiten und zur Religion des Islams. Ich muss mich einmal nochmal bei dieser Gruppe bedanken, vor allem bei der lieben Sarah. Die hat mir den Link hierfür geschickt. Und ich weiß nicht, ob du das mitgelesen hast, aber ich hatte halt auch euch gefragt wegen Namen ändern, weil mein Zweitname ist Christine, also Sarah ist mein normaler Vorname, aber mein Zweitname ist Christine und das ist halt so eine Sache, den will ich nicht behalten. Der passt ja jetzt nicht wirklich mehr. Und dann haben wir gestern stundenlang in unserer Gruppe diskutiert, welcher Name zu mir passt. Okay. Und welche Bedeutung und dies und das. Und Sarah hat den Namen dann gefunden. Da ist auch eine Freundin, die ist auch Sarah. Ah, okay. Und sie wollte, dass ich hier einmal Props gebe. Props geben? Erledigt. Alles klar, okay. Also das ging an Sarah quasi in der Gruppe. Okay, genau. Die wird dann Bescheid wissen. Die wird sich jetzt sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Die sagt, ja, ich habe die besten Ideen. Aha. Nein, das ist schön. Denn der Name ist jetzt, welchen Namen hast du jetzt ausgesucht quasi? Wir haben uns für Medina entschieden. Medina, das ist tatsächlich ein schöner Name. Sarah wirklich. Medina. Sarah Medina ist wirklich ein toller Name. Das passt gut zusammen. Ja. Wir hatten noch so Sarah Alia, das fand ich auch echt schön. Aber Sarah Medina hat das irgendwie nochmal so getoppt. Nein, das ist wirklich ein toller Name. Ja. Möge Allah dich einmal nach Medina führen. Eine unglaublich schöne Stadt. Also ich vermisse es. Inshallah. Ja. Sarah Medina, möchtest du noch einmal für uns alle die Shahada sagen? Sagen wir sie zusammen, ich bin gerade so aufgeregt, ich habe Angst, dass ich mich verplappe. Ehrlich? Nein. Dann helfe ich dir. Kein Problem. Also ich kann auch die Shahada, aber weil ich gerade so aufgeregt bin, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Nein, dann sag ich es dir vor. Aber die Bedeutung kennst du, oder nicht? Die Bedeutung? Ja, natürlich. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Genau. Weil die kenne ich. Okay, ich sag's einmal komplett auf Arabisch vor und dann Wort für Wort. Du sprichst mir einfach nach, okay? Okay. Dann mal so machen. Okay, einmal komplett ist Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und jetzt machen wir das Ganze nicht zu so schnell, sondern Wort für Wort. Du sprichst mir einfach nur nach, okay? Ja. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Ja, Rasulullah. Ja, war das jetzt so schwer? Alhamdulillah. Ich hab da Angst. Subhanallah. Sehr, sehr schön. Ja. Ich bin so stolz darauf, Muslima zu sein. Ah, sehr schön. Sehr schön, Subhanallah. Ein Segen, sag ich jetzt mal. Also natürlich ein Segen, aber so.
ich trage das auf der Brust, so sag ich mal. Ach, was soll ich sagen, Sarah Medina? Sehr, sehr schön. Freut mich wirklich, mit dir gesprochen zu haben und diese Geschichten zu hören. Unglaublich motivierend auch immer für andere. Also die, das haben wir schon ganz, ganz oft gehört. Wenn andere Leute diese Geschichten hören, dann ermuntert sie das auch. Und, inshallah. Möge Allah dich belohnen und segnen und standhaft machen in dieser Religion und auch deine Freunde und Bekannten und vor allen Dingen auch deine Mutter recht leiten. Ja, inshallah. Euch auch. Amin, amin, ajma'in. Freut mich sehr. Alles klar. Barakallahu fik. Dann alles Gute dir. Bis dann, inshallah. Euch auch. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. 100 konvertierte Schwestern in ihrer Gruppe. Boah, das ist echt wirklich super. Was ist los in Deutschland? كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية.